Ihr habt Lust auf ein fluffiges Focaccia? Dann seid ihr hier heute genau richtig. Ich habe hier Pizzamehl in dem Topf, gebe ein bisschen Salz und danach ein wenig Zucker hinein. Dazu selbstverständlich ein wenig Olivenöl und was hier auf meinem Kanal nicht fehlen darf, ist die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie das geht und die Alternativen oben rechts unter dem i. Und heute habe ich mich entschieden, mal einen Sauerteig dazu zu geben, anstelle des milden Lievito Madre. Das ist diese milde Festvariante eines Sauerteiges. Nein, heute gibt es einen schönen normalen, in Anführungsstrichen, Sauerteig dazu. Ah, jetzt ist es ein bisschen viel geworden. Rechts die Waage sagt mir das. Ich brauche 200 Gramm bei 1 Kilo Mehl. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Dann könnt ihr einen Screenshot machen. Und oben rechts unter dem i zeige ich euch auch noch mal, wie einfach ihr selber einen Sauerteig herstellen könnt. Das ist nämlich kein Hexenwerk und für alle, die damit bisher Probleme hatten, schaut euch da meine Videos zu an. Da erkläre ich das wirklich Schritt für Schritt, wie einfach das geht. So, nun füge ich das Wasser hinzu. 550 Milliliter und wer hier schon fortgeschrittener ist mit weichen Teigen, gibt auch noch mal 50 Milliliter noch hinzu. Wie gesagt, steht alles nochmal in der Beschreibung. Das Ganze knete ich jetzt hier nicht mit dem normalen Brothaken, sondern ich nehme tatsächlich das Rührelement, also diesen K-Haken, heißt das jetzt hier bei der Kenwood-Küchenmaschine. Das ist, als ob ihr jetzt zum Beispiel einen Kuchenteig macht. Der ist nämlich wahnsinnig weich. Jetzt sieht er noch sehr kriselig aus, also wirklich unförmig, nicht schön glatt, aber das wird sich gleich ändern. Ich knete den Teig mindestens 10 bis 15 Minuten. Dadurch wird das Glutengerüst schön aufgebaut und ihr bekommt einen wundervoll weichen und geschmeidigen Teig, den wir gleich auch nochmal falten werden. Zwischendurch mache ich den Rand hier nochmal eben sauber. Der hat sich ein bisschen nach oben entwickelt, denn wir wollen ja wirklich alles mit in dem Teig haben. Das ganze Equipment, was ich nutze und euch auch empfehlen kann, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Guckt da einfach noch mal eben nach. Und hier könnt ihr schon erkennen, der Teig sieht nach einigen Minuten Kneten schon viel schöner aus. Richtig toll geschmeidig. Oh, und ich freue mich. Ich habe euch ja schon einige Focaccia-Rezepte hier auf meinem Kanal gezeigt. Bisher mit dem milden Lievito Madre, heute wie gesagt mit dem Sauerteig. Hier füge ich gerade nochmal die 50 Milliliter Wasser für die Fortgeschrittenen hinzu. Das habe ich jetzt erst einmal später gemacht, nachdem der Teig schon ein bisschen geknetet war. Und wie gesagt, ich habe euch ein paar Rezepte hier schon zugezeigt und ich versuche bei jedem neuen Focaccia-Rezept die Wassermenge zu erhöhen und damit die Hydration, also die Feuchtigkeit zu toppen. Denn es ist tatsächlich so, Hefewasser verhält sich anders als die gekaufte Hefe aus dem Supermarkt. Und daher taste ich mich da langsam ran und teste immer wieder Neues für euch. Den fertig gekneteten Teig gebe ich jetzt hier in ein Glasgefäß. Zum einen kann ich hier besser beobachten, wie sich der Teig entwickelt, und zum anderen kann ich den hier auch noch ein bisschen angenehmer strecken und falten. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Hier kommt jetzt erst einmal der Deckel drauf und ich lasse das Ganze bei Zimmertemperatur warm stehen. Nach circa einer halben Stunde öffne ich den Deckel. Und es hat sich groß noch nichts getan. Das ist aber auch ganz normal. Ich befeuchte dann meine Hand mit kaltem Wasser. Wer möchte, könnte hier auch noch einen Klecks Öl mit hineingeben. Es gibt auch einige, die das statt mit kaltem Wasser mit Öl machen. Ich persönlich finde, Wasser reicht vollkommen aus. Und dann ziehe ich den Teig von jeder Seite einmal hoch und lasse ihn auf die andere Seite rüberfallen. Das nennt sich Stretch und Fold, also Strecken und Falten. Dadurch wird nochmal das Glutengerüst gestärkt. Ihr bekommt nochmal später ein besseres Ergebnis. Der Teig geht besser auf. Gerade bei sehr flüssigen Teigen ist das hilfreich, wenn ihr das macht. Im schlimmsten Fall, wenn ihr sagt, nee, das kriege ich gar nicht hin, lasst dieses Strecken und Falten einfach weg. Das ist kein Muss. Ich kann es aber sehr empfehlen.
traut euch da ruhig ran. Meistens ist es tatsächlich so, dass man einfach Angst vor dem Ergebnis hat. Das ging mir früher ganz genauso. Mit Sauerteigen, mit Ligebi Tomate. Da habe ich mich einfach nicht dran getraut. Und es hat wirklich tatsächlich Jahre gedauert, bis ich mich da überwunden habe. Und auch weiche Teige. Ich weiß noch, früher habe ich das extrem gehasst. Also wirklich gehasst. Es war eine unliebsame Aufgabe, solche weichen Teige zu bearbeiten. Mittlerweile mag ich das tatsächlich sehr gerne und versuche das auch immer weiter hier auf meinem Kanal zu zeigen, um auch euch die Angst oder die Befürchtung hier zu nehmen, dass da etwas schief geht. Übrigens, ihr könnt auch ganz wunderbar, wenn ihr mal Teige habt, die zu weich geworden sind, die nicht passen, wenn ihr da so Brotteige habt, entweder backt ihr dann diese in der Kastenform, dann gelingt es in jedem Fall. Und im schlimmsten Fall kann man aus jedem zu weichen Brotteig immer noch ein Focaccia machen. So, hier jetzt nochmal das andere. Also ich ziehe das jetzt mal von oben nach unten rüber. Das ist eine weitere Methode, statt diesem Strecken und Falten. Das nennt sich Coil und Fold, also quasi man zieht es hoch und klappt das so darunter. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich kann es, glaube ich, gerade schlechter erklären, als es zeigen. Wichtig ist, dass ihr das nach dem Falten einmal um 90 Grad dreht, damit ihr das dann immer von jeder Seite einmal habt. So, machen wir noch einmal oder geht es direkt in die Schüssel? Wir gucken uns das mal an. Also es haben sich schon ein paar Bläschen gebildet. Das sieht schon wirklich schön aus. Wir geben hier nochmal ein Falten. Einmal hier könnt ihr es, glaube ich, schöner erkennen als eben gerade. Also hochziehen und dann einfach den Teig da drunter nochmal um 90 Grad wenden. Und erneut das Ganze lasse ich nochmal kurz ruhen. Das ist tatsächlich auch das größte Geheimnis bei einem Focaccia, die Ruhezeiten. Die sind ganz wichtig, damit sich der Teig schön fluffig ausbildet. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Backform, die fette ich ein wenig mit Olivenöl aus. Wenn ihr den kleinen Mini-Backofen wie ich habt, könnt ihr das auch auf das Backblech geben. Der Teig reicht für den Mini-Backofen komplett aus. Ansonsten, falls ihr da habt, könnt ihr auch 2 Kilo machen, dann habt ihr wirklich eine große Menge und könnt das Ganze auch portionsweise einfrieren. Da würde ich das aber tatsächlich fertig gebacken ohne Salz einfrieren, weil sich da sonst immer diese Salznester bilden. So, jetzt nehme ich so ein Öl-Wasser-Gemisch zur Hand und drücke den Teig jetzt in jede Ecke meiner Auflaufform, so. Schön mit den Fingern in den Teig so kleine Kugeln reindrücken. Das ist das Charakteristische daran. Und dann könnt ihr es dekorieren, wie ihr möchtet. Ich habe mich jetzt für kleine, bunte Mini-Tomaten entschieden und füge da hinzu jetzt gleich nochmal rote Zwiebeln. Das ist einfach ein schöner Eyecatcher. Ihr könnt so viel oder so wenig machen, wie ihr möchtet. Ich habe euch ja auch schon mal ein ganz tolles Pesto gezeigt und das Ganze dann mit Mozzarella zusätzlich bestückt. Ich arbeite gerade noch an einer Bärlauch-Variante und produziere dafür gerade Bärlauchöl, Bärlauchsalz, Bärlauchpesto und Bärlauchbutter. Also da dürft ihr gespannt sein. Demnächst gibt es auch ein schönes Bärlauch-Focaccia. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Dann weiß ich, wie schnell ich euch das zeigen soll. Denn die Bärlauch-Saison ist ja auch schon bald wieder vorum. Da muss man sich ein bisschen sputen. Daher nutze ich das gerade und kaufe auf dem Wochenmarkt einiges an den Kräutern, um da dann diese zu konservieren. So, zurück jetzt zu unserem Focaccia. Ich gebe jetzt dieses Wasser-Öl-Gemisch noch mal ein bisschen drauf. Drücke hier noch mal das Gemüse in den Teig ein bisschen ein. So, und ihr seht, der ist wahnsinnig weich, also wirklich wunderbar. Einfach fantastisch. Ich freue mich schon jetzt. Ich kann euch sagen, es wird ein ganz fluffiges Ergebnis. Wer möchte, kann noch ein bisschen grobes Meersalz darüber geben. Rosmarin könnte ich mir jetzt auch noch mal gut vorstellen. Das hatte ich jetzt frisch nicht zur Hand. Daher
geht das Ganze jetzt erst einmal so in den vorgeheizten Backofen bei 230 Grad Ober- und Unterhitze und wird circa 20 bis 30 Minuten schön durchgebacken. Und schaut euch das Ergebnis an. Ich habe es auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und so schön grobporig ist das geworden. Also wirklich ganz fantastisch. Ich bin sehr begeistert und freue mich schon auf die nächste Hydrationsstufe, die ich euch dann mit dem Bärlauch zeigen darf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut schmecken und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr nochmal bestimmte Wünsche bei einem nächsten Focaccia habt. Hier sind weitere Videos für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.